Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie wir mit dem VLC-Player Videos hervorragend komprimieren können. Denn genauso wie wir Bilddateien komprimieren können, geht das Ganze auch mit Videos. Und zwar so, dass sie möglichst verlustfrei vorliegen und wir trotzdem an der Speichergröße extrem viel verringern können. Das geht mit dem VLC-Player besonders gut. Vielleicht kennt ihr den VLC-Player. Wenn nicht, dann schauen wir uns den zuerst an, denn das ist ein Player, den ihr auf jeden Fall haben solltet, der nicht nur als Player an sich dient, sondern den wir auch als Tool bei der Videobearbeitung hervorragend nutzen können, auch in weiteren Projekten. Deswegen wechseln wir jetzt einmal auf meinen Bildschirm und schauen uns erst einmal den VLC-Player an sich an. Prinzipiell zum VLC-Player sei gesagt, das Ganze ist ein Open-Source-Projekt und damit ist es nicht nur kostenlos, sondern prinzipiell für diejenigen, die sich damit auskennen, ist auch der Quellcode einsehbar. Also man kann sogar aktiv mit an dem Projekt arbeiten. Aber wichtig für euch ist erstmal zu wissen, der VLC-Media-Player ist tatsächlich kostenlos. Dementsprechend findet man ihn auch häufig im Internet. Achtet halt darauf, dass ihr möglichst vertrauenswürdige Quellen zum Download nutzt. Oder ihr geht halt direkt hier auf die Seite des Projektes an sich. Das ist https://www.videolan.org. Das Ganze verlinke ich euch natürlich auch. Dort findet ihr den VLC-Player zum Download. Und zwar hier. Und ich habe es eben im Intro schon mal anklingen lassen, ich empfehle dies sehr, weil der VLC-Player ist mehr als nur ein Player. Also ich benutze ihn zum Komprimieren, zum Konvertieren, auch zum Herunterladen von Streams. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich verlinke das natürlich hier auch. Und selbst wenn es nur ein Player wäre, ist es meiner Meinung nach der beste Player, der am Markt ist. Also es ist der Player mit den meisten Codecs, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, aber es gibt verschiedene Formate und da kommt beispielsweise der Media Player von Windows recht schnell an seine Grenzen. Der VLC Player spielt euch wirklich alles ab, was es so auf dem Markt gibt. Also egal was für ein Video, in welchem Format, für welches System, mit dem VLC-Player könnt ihr wirklich alles abspielen. Und was mit dem VLC-Player nicht abzuspielen geht, wenn der euch dort eine Fehlermeldung anzeigt und sagt, die Datei kann nicht geöffnet werden, dann könnt ihr mit absoluter Gewissheit sagen, die Datei ist kaputt, die funktioniert nicht. Also von daher, dieser Player sollte auf jedem Rechner installiert sein. Ganz einfach, indem wir hier bei www.videolan.org dann hier bei VLC auf Download gehen und uns jetzt hier die entsprechende Version herunterladen. Ihr seht, bei mir ist es diese, bei euch kann das anders aussehen. Hier einmal draufklicken und dann sollte der Download gleich starten. Es dauert eine Sekunde. Wenn das nicht funktioniert nach ein paar Sekunden, dann kann man auch hier klicken, aber ihr seht, bei mir geht es jetzt hier auf. Ich habe das Ganze jetzt schon installiert. Ihr kommt sicherlich selber durch den Prozess des Installierens selber durch. Er ist selbsterklärend, er funktioniert so wie bei allen Programmen. Und dann sehen wir uns gleich im Media Player selber. Bis gleich. Wenn ich jetzt eine Mediendatei mit dem VLC-Player abspielen möchte, dann gehe ich entweder in den Ordner auf die Datei, mache einen Rechtsklick und gehe hier auf Open With und dann auf den VLC Media Player. Oder ich kann auch direkt im Media Player reingehen auf Open File und mir dann hier die Datei markieren. Wir wollen jetzt aber mit dem Media Player keine Datei abspielen, sondern wir wollen die Datei komprimieren. Denn wenn ich hier einmal drauf gehe, sehen wir, das Ganze ist bei 11 Minuten und 12 Sekunden bei 636 Megabyte. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, wenn wir hier das auch nochmal mit einbeziehen, das ist zwar Full HD, aber trotzdem sind 11 Minuten und 12 Sekunden 636 Megabyte. Das ist vollkommen unkomprimiert und das ist viel zu groß, wenn es um das Internet geht. Das ist in Ordnung, wenn wir das auf eine Blu-ray-Disc brennen wollen, aber wenn wir das ins Internet stellen wollen, dann ist das absurd groß, denn es ist komplett unkomprimiert. Ich arbeite übrigens mit Filmora. Und Filmora hat die Eigenart, dass es entweder gar nicht komprimiert oder sehr schlecht komprimiert.
Und deswegen kommen bei mir die Dateien eben in so einer absurd großen Dateigröße raus. Und das Ganze möchte ich jetzt runterkomprimieren, um euch nicht zu lange aufzuhalten und das Ganze einfach nur als Beispiel zu haben, habe ich hier mal so ein 38 Sekunden langes Snippet aus einem anderen Interview rausgeschnitten. Das ist immer noch mit 35,7 Megabyte für 38 Sekunden viel zu groß. Und das Ganze wollen wir jetzt mit dem VLC-Player komprimieren. Deswegen gehe ich hier in den VLC-Player. Ihr seht, da ist schon was drin. Das machen wir aber gerade mal so raus. So sieht das aus, wenn ihr den VLC-Player startet. Und dann gehe ich hier auf Media und dann auf Convert Save, also nicht auf Open File. Ich öffne nicht die Datei erst und konvertiere sie, sondern ich gehe direkt auf Convert and Save. Da klicke ich drauf. Dann gehe ich hier drüben auf Add. Und dann lade ich mir die jeweilige Datei rein. Und das ist jetzt hier dieses Convert-Beispiel. Das öffne ich. Hier sehe ich jetzt auch, dass es drin ist. Dann gehe ich hier auf Convert and Save. Und dann suche ich mir hier das entsprechende Profil raus. Hier ist jetzt schon das Richtige ausgesucht, aber ihr könnt hier mal durchschauen. Also wir haben hier die verschiedenen Formate. Beispielsweise, wenn ihr in Divi ein Video als Hintergrund für eine Sektion haben wollt, dann müsst ihr das als WebM einreichen. Dann könnt ihr hier das Profil aussuchen. Oder ihr möchtet vielleicht nur die Audiospur raushaben. Das Video soll weg, ihr wollt nur die Audiospur haben. Dann könnt ihr hier auf Audio MP3 gehen oder welches Format ihr auch immer wollt. Ich möchte das Ganze jetzt möglichst verlustfrei komprimieren. Und deswegen gehe ich hier auf Video H.265 und MP3, also eine MP4-Datei. Jetzt müsst ihr aufpassen, dasselbe Profil habt ihr hier nochmal. Dieses Profil ist nicht verlustfrei. Das obere Profil ist so eingestellt, also ihr könnt das auch als fortgeschrittene Einstellungen hier selber einstellen. Wir nehmen jetzt aber hier die vorgefertigten Profile. Deswegen achtet drauf, dass ihr hier dieses zweite Video H.265 plus MP3, also MP4, nehmt. Das ist zweimal hier vorhanden. Ihr wollt das untere nehmen. Das ist verlustfrei oder weitestgehend verlustfrei, sagen wir es so. Da klicke ich drauf. Dann muss ich noch auswählen, wohin soll diese Datei gespeichert werden. Da gehe ich hier auf Browse. Und er macht mir hier schon das Angebot der Originaldatei, die möchte ich aber in dem Fall jetzt nicht überschreiben, sondern setze jetzt hier einfach nochmal ein Converted dahinter. Dann gehe ich hier auf Save und dann bin ich schon soweit fertig. Ich klicke auf Start, daraufhin wird der VLC-Player minimiert. Ihr seht aber, hier wurde schon eine Datei angelegt. Wir gehen jetzt hier mal auf den Player. Das Ganze kann jetzt entsprechend länger oder kürzer dauern. Das hängt davon ab, was für ein Codec ihr gewählt habt. Und außerdem hängt das natürlich von der Leistung eures Rechners ab. Und jetzt schauen wir in den Ordner. Und da haben wir einmal die unkonvertierte Datei und die konvertierte Datei. Und ihr könnt schon sehen, dass hier der Media Player schon an der Stelle nicht mehr mitkommt, also er uns keine Vorschau erstellt. Die Datei funktioniert aber. Und wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, sehen wir 35,7 Megabyte und 2,23. Also ihr seht, wir konnten hier mit einfachen Mitteln, man muss nur wissen, wie es funktioniert, mit dem VLC-Player eine Datei von 35 Megabyte auf 2 Megabyte runterrechnen. Das lohnt sich gerade dann, wenn es im Internet ist und ihr habt gesehen, es ist auch weitestgehend verlustfrei. Wenn du weitere Videos wie dieses sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, gib dem Kanal eine Glocke und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Schau auf jeden Fall auch in der Endcard nach, denn auch da verlinke ich dir weitere interessante Videos. Bis dahin, ganz liebe Grüße, ciao, ciao. Thank you.